Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Da ja jetzt die Temperaturen wieder wärmer werden und es auch wieder Sommer wird, habe ich mir überlegt, mache ich mal wieder ein Smoothie-Video. Ich habe ja letztes Jahr schon eins hochgeladen, werde ich euch auch gerne hier in dem i nochmal verlinken. Und heute gibt es einen weiteren Teil meiner Smoothie-Reihe und ich habe mir gedacht, wenn die Temperaturen schon wärmer werden und es Richtung Sommer geht und wir alle wahrscheinlich nicht in den Urlaub können, werde ich den Urlaub ein bisschen zu uns holen. Und zwar habe ich Smoothies gemacht, die ein bisschen exotischer schmecken, die ein bisschen tropischer schmecken. Und das gute Stück hier ist ein Pina Colada Smoothie, deswegen, er schmeckt wirklich super lecker und super erfrischend. Kann man abends auf dem Balkon oder auf der Terrasse auf jeden Fall sehr gut trinken, sind natürlich ohne Alkohol. Ich habe mir außerdem überlegt, dass ich euch alle Zutaten auf einer Liste schreiben werde. So könnt ihr direkt einen Screenshot machen, wenn euch ein Smoothie-Video gefällt und habt die Zutatenliste direkt auf dem Handy, wenn ihr mal einkaufen geht und die Sachen einkaufen wollt. Dann müsst ihr nicht alles erst mühselig abschreiben, sondern habt es gleich parat. Und wir starten jetzt mit dem Smoothie-Video. Viel Spaß! Als allererstes machen wir diesen super leckeren Orangen-Ananas-Smoothie. Ich werde euch als allererstes mal die Zutaten einblenden. Eine Banane, etwas frischen Ingwer, 200 ml Orangensaft, 200 ml Ananassaft, 1 Esslöffel Kokossirup und 4 Esslöffel Crushed Ice. Für all diese Smoothies braucht ihr übrigens einen Mixer. Als allererstes gebt ihr die Banane und den frischen Ingwer in den Mixer. Dann den Orangensaft und den Ananassaft. Am besten stellt ihr die Säfte vorher in den Kühlschrank, damit sie auch schön frisch und fruchtig und kalt sind, so wie man das natürlich bei einem Cocktail oder einem Smoothie gerne haben möchte. Dann kommt ein Esslöffel Kokossirup dazu, so wie das Crushed Ice. Ich habe leider kein Crushed Ice gehabt und habe hier einfach normale Eiswürfel dazu gegeben, weil mein Mixer das kann. Wenn eure Mixer keine Eisfunktion haben, solltet ihr keine großen Eisstücke reinmachen, sondern einfach ganz zum Schluss die Eiswürfel so dazu geben. Das funktioniert genauso. Jetzt müsst ihr nur noch alles kräftig durchmixen und in ein Glas füllen. Ihr könnt das jetzt auch noch mit ein bisschen Minze und einem Strohhalm dekorieren. Und dann lasst euch diesen mega leckeren Orangen-Ananas-Smoothie auf dem Balkon schmecken. Als nächstes machen wir einen tropischen Smoothie mit Papaya und Mango. Dafür braucht ihr 350 ml Ananassaft, eine halbe Mango, eine halbe Papaya, eine Banane, 10 Erdbeeren und etwas Melissenblätter zum Verzieren. Entkernt die Papaya, schneidet sie in Stücke und gebt sie anschließend in euren Mixer. Jetzt gebt ihr die halbe Mango dazu. Ich habe hier welche aus der Tiefkühltruhe genommen, weil ich Mangos nicht ganz so gut schneiden kann. Aber ihr könnt natürlich auch eine frische nehmen oder eben diese gefrorenen Mangos. Dadurch, dass sie gefroren sind, bleibt der Smoothie dann anschließend auch schön kalt. Jetzt kommt die Banane dazu. Und die Erdbeeren, auch diese sind bei mir gefroren. Ihr könnt hier aber natürlich auch wieder frische nehmen. Aber ich mag das einfach, wenn der Smoothie so richtig schön kalt und ein bisschen säuerlicher ist. Nun gebt ihr noch den Ananassaft dazu. Auch den kühlt ihr am besten wieder vor. Und jetzt müsst ihr einfach alles nur noch gut durchmixen. Jetzt füllt ihr den Smoothie einfach nur noch in ein Glas um, verziert ihn mit ein paar Erdbeeren und etwas Minze und dann könnt ihr euren tropischen Papaya-Smoothie mit Mango auch schon servieren. Auch dieser super leckere Mango-Orangen-Smoothie ist ganz einfach zu machen. Dafür braucht ihr
2 Mangos, 250 Milliliter Orangensaft, etwas Honig und wieder Crushed Ice. Gebt die geschnittenen Mangos, den Orangensaft und den Honig in den Mixer und mixt alles gut durch. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich wieder gefrorene Mangos genommen habe und hatte gerade eher ein Eis statt einem Smoothie, aber war gar nicht so schlecht, weil jetzt weiß ich, wie ich ein leckeres Mango-Orangeneis mache. Füllt das auch wieder in ein Glas und jetzt könnt ihr auch wieder Eiswürfel dazugeben. Gebt noch ein paar Mangostücke oben drauf, verziert alles mit einem Strohhalm. Kommen wir zu meinem Favorit aus diesem Video und das ist der Pina Colada Smoothie. Er ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber dafür schmeckt er umso leckerer. Hierfür braucht ihr eine Banane, eine halbe Ananas, 200 ml Sahne, ein Päckchen Vanillezucker, 200 ml Kokosmilch, ein Esslöffel Kokossirup, Ananassaft zum Verdünnen und Crushed Ice. Gebt als allererstes die Sahne mit dem Vanillezucker in den Mixer und rührt die Sahne cremig. Ihr könnt es aber auch mit einem Handrührgerät machen, wenn ihr das lieber macht. Die Sahne sollte einfach eine cremige Konsistenz haben und nicht zu fest sein. Anschließend stellt ihr die Sahne erstmal beiseite. Weiter geht's mit der Banane. Die habe ich vorher klein geschnitten und für circa eine Stunde ins Gefrierfach getan. Die gebt ihr jetzt einfach in den Mixer. Fügt anschließend die Ananasstücke dazu. Dann kommen 200 ml Kokosmilch in den Mixer. Die 2 Esslöffel Kokossirup. Und Crushed Ice oder Eiswürfel, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Jetzt mixt ihr als allererstes das alles gut durch, damit ihr eine schön fluffige Konsistenz habt. Jetzt gebt ihr noch ein bisschen Ananassaft für den Geschmack und zum Verdünnen dazu und mixt doch das alles nochmal gut durch. Jetzt kommt die cremige Sahne zu der Kokos-Ananas-Masse dazu. Ich habe hier nochmal ein kleines bisschen mehr Vanillezucker dazu gemacht, weil es doch nicht so ganz süß war, wie ich gedacht habe. Und jetzt müsst ihr alles nochmal ganz, ganz gut durchmixen, dass sich alles schön verbindet und zu einer schön fluffigen Masse wird. Dann gebt ihr anschließend nochmal ein paar Eiswürfel in ein Glas und jetzt müsst ihr diesen Smoothie einfach nur noch in das Glas einfüllen. Und ich sag euch, der Pina Colada Smoothie ist so lecker, er war so fein und cremig. Das hat einfach so herrlich geschmeckt, also das ist auch ein Smoothie, den ich definitiv öfter machen werde. So, das war mein Smoothie-Video. Die Smoothies sind alle echt lecker und wenn ich das jetzt schon wieder sehe, läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ihr dürft auch gerne meinen Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss!